Willkommen zum 32. Teil meines F1 Challenge Let's Plays. Wir sind in Suzuka. Eine Strecke, die sehr interessant ist, die ich auch sehr mag und überhaupt von den Fahrern sehr geliebt wird. Hier sollte sich vieles entscheiden. Wir können hier, falls wir das Rennen gewinnen, den Titel holen. Da kann Micha nichts machen, aber ein Sieg wird, glaube ich, schwierig. Wir waren letzte Saison hier eher schwach. Ja, wir haben auch in Indianapolis einen Punkt liegen gelassen, haben den Platz gegen Ralf verloren. Das war eine Blamage, muss ich sagen, aber so ist es leider. Ich habe ein Setup gefunden, das sollte uns weiterhelfen. Und ja, wir haben 7 Punkte Vorsprung vor Michael. Also zwischen uns beiden wird es entschieden. Und hier sind es 2 Punkte. Also das wird auch noch interessant. Aber erstmal zur Strecke. Suzuka liegt etwa 70 Kilometer südwestlich von Nagoya. Die spektakuläre Strecke besteht aus 2 mittelschnellen Geraden und ist technisch sehr anspruchsvoll. Neben einer Haarnadelkurve erwarten die Fahrer mehrere sehr schnelle 90-Grad-Kurven. Die Strecke gehört dem Honda-Konzern. Da der Kurs in Form einer 8 angelegt ist, gibt es in Suzuka eine Brückenpassage, den sogenannten Crossover. Eine einzigartige Strecke. Und wir springen sofort zum Qualifying. Ich lade das Setup. Okay, das vom Sprit passt schon mal. Die Gänge eher nicht. Okay, ich muss da mal ein bisschen umändern. Der vierte, fünfte. Können nicht dann leider länger sein. Okay. Das passt so, glaube ich mal. Moritz, geht raus. Ja, das auch. Wir können ein bisschen weniger Flügel hinten gehen. Okay. Hier. Ja. Sage ich mal, dass alles passt. Bin mir da auch nicht wirklich sicher. Okay. Ja. Viel kann ich da jetzt auch nichts mehr machen. Wir können da erst nach dem Qualifying schauen, ob ja, was verbessert werden kann. Aber ja, mal sehen. Jemand ist vor uns rausgefahren, ich bin mir nicht sicher, wer es war. Und ich habe eine Erkältung eingefangen und übernacht irgendwie. Auch komisch. Aber die Leistung auf der Strecke zählt und ein Schumacher ist rausgefahren. Nicht klar, welcher, vielmehr. Das hätten sie ein bisschen besser machen können, damit zumindest klar ist, welcher. Und ich muss mich noch ein bisschen auf die Strecke gewöhnen. So, wo ist rausgefahren? Bodenkurve. Sehr schwierig zu erwischen. Am besten wäre es, in einem Lenkeinschlag die Kurve durchzufahren, aber das ist recht schwierig. Und die 130R. Ja, sehr schön. Auch da sollte man versuchen, in einem Lenkeinschlag die durchzufahren. Die Schikane. Und auf geht's in die, ja, schnelle Runde, hoffe ich mal.
De La Rosa im Eros vor uns. Da habe ich die zweite Kurve ein bisschen verfehlt. Ich hole aber auf den De La Rosa auf, also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir sind nicht zu langsam. Ich habe den Scheitelpunkt ein bisschen verfehlt. Ich hoffe mal, dass ich den. Ah, der Rosa. Ah, der ist wieder auf allen vier Rädern. Ich wollte ihn da ein bisschen unter Druck setzen, aber habe ihn dann berührt. Ralf oder Michael hat den ersten, den schnellsten ersten Sektor gefahren. Ich muss mich auch bei De La Rosa entschuldigen. War nicht schön, aber er war einfach zu langsam und ich war ungeduldig. Wird ihm aber, glaube ich, dann nicht zu viel schaden. Okay. Wir fahren die erste Runde zu Ende. Wurz ist eine 40-7 gefahren in Benetton. Wir sind schneller, aber nicht viel. Ja, eine nicht wirklich großartige Runde, aber okay. Ah, mal sehen. Also wir müssen, glaube ich, mindestens noch eine Sekunde finden, um vorne mitfahren zu können. Okay, Ralf, ja, 31,8, also das sagt alles. Also das ist das Ziel. Ja, ich habe den ersten Sektor verloren. Also das ist schon mal nicht gut. Aber ich sollte ja hier im zweiten dann ein bisschen aufholen wegen dem Crash mit De La Rosa. So aber nicht. Zum Glück bin ich nicht in der Wand. Also habe ich noch eine Runde, um das Beste rauszuholen. Da hatte ich also enormes Glück. Mal sehen, wie viel ich verloren habe. Nur 4 Sekunden, also es ist nicht viel. Okay, jetzt die Schikane schön einfahren, was ich natürlich nicht schaffe. Okay, letzte Runde. Mal sehen. Das war, glaube ich, ein bisschen besser als die früheren Runden. Ralf ist in die Box gefahren. Auch wenn ich eine Verbesserung gehört habe, glaube ich, bei ihm. Okay. Hat auch gepasst, mal sehen. Ja. Nicht wirklich schneller. Also ich bin offensichtlich im ersten Sektor schon ans Maximum gestoßen. Okay. Spoonkurve. Hat auch mehr oder weniger gepasst, war aber nicht wirklich schnell. Mal sehen, Zwischenzeit. Eine Sekunde. Bin aber langsamer als der Ralf. Okay, Schikane hat auch mehr oder weniger gepasst.
und die Startziellinie. Mal sehen. Es reicht nicht für seine Zeit. Eine halbe Sekunde langsamer. Ja, ich meine, es ist nicht zu schlecht, aber auch nicht zu gut. Okay, mal sehen. Ja, sechster Platz. Es ist. Hätte besser sein können. Regen im Warm-up und hier ist es trocken, aber es sieht fast wieder nach Regen aus. Also gefällt mir nicht wirklich. Ich werde hier die Flügel so einstellen, das sollte vielleicht mir was geben, hoffe ich mal. Was kann ich hier noch umändern? Nicht viel, würde ich mal sagen. Ich werde mal die Federrate runterschrauben. Es gibt viele Höhenunterschiede. Also, ja, viel mehr kann ich auch nicht machen. Also, hoffen wir mal, dass es ein gutes Rennen wird. Hallo zusammen. Hallo. Okay. Mal sehen. Dritter Platz ist das Ziel, mindestens. Ja, solider Start. Ich werde drauf kriegen auf Barrichello. Und auch Mika. Dritter Platz also, hinter Coulthard jetzt. Mal sehen, ob ich mich halten kann. Ich hoffe mal, ja. Ja, Mika ist dran. Coulthard macht da einen Fehler. Er ist jetzt eine Sekunde vor mir. Aber ich hole da ein bisschen beim Bremsen auf. Also es scheint, als ob ich mich in etwa halten kann. Also vielleicht kann ich zumindest den Coulthard überholen noch. Ich muss aber wirklich gut fahren. Ich habe ein bisschen bessere Top Speed. Okay. Mal sehen, ich sollte hier ein bisschen Zeit kriegen, habe ich auch geschafft und ich könnte jetzt vielleicht den überholen. Ich glaube ja. Ah, wird schwierig. Aber ich bin dran. Das ist schon mal gut. Ach, hier verliere ich Zeit. Also die Runde läuft vermutlich auf diese SS da zu. Und da kann ich auch nicht wirklich viel besser fahren, leider. Ich kann nur hoffen, dass der Coulthard vielleicht den Michael angreift, weil ja, das wäre dann schon wirklich gut. Okay, Gisboom hat dieses Mal aufgepasst. Okay. Ein bisschen besser jetzt die 130 her und wieder angesaugt. Aber ich werde vermutlich ihn wieder nicht kriegen können. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht doch. Wird schwierig.
Da habe ich den abgeschossen. Sorry, David, aber da hast du für meine Begriffe zu früh gebremst. Sorry. Also, dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Es wird aber trotzdem schwierig. Ich habe jetzt viel Zeit gegenüber Michael verloren. Aber trotzdem, zweiter Platz ist auch sehr gut. Auch wenn ein bisschen, ja, unschön gemacht, aber ja, ich sehe da die Schuld nicht wirklich bei mir, also ich habe da nicht viel machen können. Ich hole aber auf den Michael auf, aber ich habe nicht wirklich viele Runden übrig. Ja. Mal sehen, also ich habe 4 Zehntel aufgeholt. Das wird interessant. Und hier eine halbe Sekunde jetzt. Ja, ich habe noch 2 Runden. Ja, die muss ich aussetzen. Ich glaube, dass der Coulthard nicht ausgeschieden ist, aber mal sehen, der hat den Heckflügel nicht verloren. Ich auch zum Glück nicht den Frontflügel, also das war auch Glück für uns. Ich frage mich nur, wo der jetzt ist. Also Häkkinen ist hinter uns. Das ist ja egal, wer hinter uns ist, am besten wäre es Ralf, aber der kann nicht viel gegen die machen. Ich bin jetzt näher an Michael dran, also ich könnte ihn jetzt vielleicht diese Runde angreifen. Das muss ich auch machen, weil wir gehen dann in die letzte Runde rein. Ja, die Spoon gut erwischt, habe 1 Zehntel rausgeholt. Okay, Häkkinen ist 2 Sekunden hinter uns, also der kann nicht wirklich mithalten. Und jetzt anbremsen. Ah, das wird jetzt schwierig. Mal sehen. Ich habe da ein bisschen den Wagen versetzt. Ah, es wird knapp. Oh, fast gleich wie bei Coulthard. Die bremsen da ein bisschen zu früh. Ja, wieder die schnellste Runde. Da habe ich jetzt ein bisschen Zeit wieder verloren. Also ich muss wirklich alles dran setzen, in der Schikane zu überholen. Aber ich bin schon wieder 1 Sekunde weg. Aber jetzt bin ich wieder dran. Also, wird interessant. 1,5 Sekunde jetzt nur. Ah, es wird schwierig jetzt. Ich bin im Windschatten. Es geht um den Titel. Falls ich mich ja jetzt kriege, ist der unser. Und das sollte, glaube ich, schaffbar sein. Ja, jetzt. Sehr schön. Platz 1. Und das wird der Sieg in Suzuka. Der bringt uns auch den Titel. Haha. Ja, sehr schön. Ein sehr spannendes Rennen, also auch wenn ich ja Coulthard abgeschossen habe,
Ich hätte ihn trotzdem gekriegt, aber ja, es war dann leider so. Michael war da auch langsam, aber halt ein bisschen schneller als der Kultat. Mit dem offiziellen Endergebnis verabschiede ich mich jetzt von einem fantastischen Rennen hier in Suzuka. Und Ralf hat den fünften Platz Der geholt. Williams-Pilot erster. Michael Schumacher zweiter. Häkkinen dritter. Rubens Barrichello vierter. Ralf Schumacher ja. fünfter. Also, Coulthard Jarno hatte Trulli sechster. offensichtlich Probleme nach dem Unfall. Hier sieht man 52er und dann 241er. Vermutlich ist er an den anderen nicht vorbeigekommen. Aber trotzdem, ich glaube, dass ja, wir dieses Resultat verdient haben, nach dem eher schlechten Qualifying. Also, ich glaube, dass diese Flügeländerung da schon ja, was bewirkt hat. Und wieder der Pokal für den ersten Platz. Der wichtigste, muss ich sagen, diese Saison. Und es sind jetzt So, 11 jetzt wird Punkte. es höchste Zeit, einen Blick auf den neuen Es Stand sind in der 11 Punkte Fahrerwertung zu und werfen. Der Williams-Pilot das baut ist seine Führung in das der Ziel. Das Fahrer-WM war das weiter Ziel. aus. Ich habe mit einem dritten Platz gerechnet, um ja, den Kampf bis ins letzte Rennen zu bringen, aber so geht's auch. Ja. Mika hat den Kultat wieder überholt. Williams baut seine Führung in der Konstrukteurswertung weiter aus. Und wir sind hier 5 Ferrari Punkte ist Zweiter. vor Auf dem Ferrari. dritten Platz liegt Also McLaren. wir waren, glaube ich, auf 2, also da haben wir es auch ausgebaut. Und ja, Malaysia ist das letzte Rennen der 2000er Saison. So, wir können da das Rennen relativ entspannt angehen und ja, das genießen, was wir erreicht haben. Es war eine schwierige Saison. Ja, die perfekt jetzt vollendet wurde in Japan. Ja, ein schwieriges Rennen mit dem glücklichen Ausgang für uns. Auch mit ein bisschen, ja. Schlechten Fahren würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war einfach unvorsichtig dabei. Coulthard, aber er hat einfach zu früh gebremst für mich persönlich. Und ja, wir sehen uns beim 33. Teil wieder für das letzte Rennen der 2000er Saison. Und ja, Malaysia wird dann hoffe ich mal auch ein interessantes Rennen. Bis dann und tschüssi!